gemacht. Heute hat ein liebes Puppenpaar gerade Hochzeitsnacht. Der Musketier aus Ebenholz bewundert sich mit stillem Stolz und sagt ganz laut zu seiner Braut: Liebst du mich auch wirklich? Leise schlägt die Uhr, die zwölfte Stund, der Priester steht bereit. Und es kniet die Braut vom Traualtar im weißen Kleid. Steif und stramm, der Bräutigam Abschied nimmt von seiner Freiheit. Leise schlägt die Uhr, die zwölfte Stund, sogar die Großmama ist tot. Und zu der Hochzeit kommt der Onkel Ludwig, kommt die Tante Frieda, kommt der Fitte Fitz, aus Cottbus, Cottbus, Cottbus. Und bei der Hochzeit frisst der Onkel Ludwig, frisst die Tante Frieda, frisst der Fitte Fitz, aus Cottbus, Cottbus, Cottbus. Und der Puppenvater spricht: Lebet schlicht und seid euch treu. Und die Puppenmutter bricht fast ihr Herz aus Holz in zwei. Ach, und währenddessen frisst der Onkel Ludwig, frisst die Tante Frieda, frisst der Fitte Fitz, aus Cottbus, Cottbus, Cottbus. Leise schlägt die Uhr und mahnt das Paar: Macht euch bereit zum Glück. Und es ist dem Paar natürlich klar: Jetzt ziehen wir uns zurück. Oh, die Tante nickt, der Onkel nickt, am Ende sie, der Vetter zwickt, da flüstert sie: Heute gehen wir früh, denn ich bin sehr müde. Leise schlägt die Uhr, man tanzt und lacht und wird so ganz vertraut. Dick, dick, dick. Manches Mädchen denkt: Ach, wär ich nur die junge Braut. Fräulein Ruth kriegt plötzlich Mut und sie küsst die Herrn Assessor. Plötzlich schlägt es eins und wie im Traum ist alles wieder still.